Wir werden uns die 5 Leute ansehen, die Area 51 gestürmt haben. Area 51 ist einer der mysteriösesten Orte der Welt. Seit Jahren kreisen seltsame Verschwörungstheorien um diesen Ort. Da es sich um eine geheime Militärbasis handelt, ist nicht viel darüber bekannt. Haben sie wirklich Außerirdische irgendwo eingesperrt? Was passiert, wenn man versucht, Area 51 zu betreten? Und gibt es eine Verbindung zwischen diesem Tunnel und Area 51? We are into Area 51. All das und vieles mehr seht ihr jetzt im Video. Bedrohliche Begegnung. Das Video beginnt mit 2 Motorradfahrern, die kurz davor sind, Area 51 zu erreichen. Doch wenige Meter vor der Grenze zu Area 51 kommt ihnen ein mysteriöser Wagen entgegen. Es ist das Fahrzeug der Wachmänner. Die Motorradfahrer fuhren weiter, bis sie ein Schild erreichten, das sie daran hinderte, weiterzufahren. Und was dann passierte, ist erschreckend. I know, I am. Put your hands up. Put your hands up. I'm not gonna tell you again. Right. Turn around. You got anything on you? Nope. She's going all the way out here. We're just adventure travelers. We're just adventure travelers. Just adventure travelers? Yeah. Listen, we're gonna give you guys a chance, okay? Get on your bikes, get the out of here. We'll call Lincoln County. $150 ticket. Okay. We're out of here. Thank you. Right. Oh my God! Hätten die Motorradfahrer etwas anderes gesagt oder getan, hätten die Soldaten ohne zu zögern von ihren Waffen Gebrauch gemacht. Da bin ich mir sicher. Zum Glück haben sie es geschafft, lebend aus der Situation herauszukommen. Oder so dachten die Leute zumindest. Denn dies war das letzte Video, das sie gepostet haben, und seitdem sind sie in den sozialen Medien nicht mehr vertreten, was sehr seltsam ist, da sie normalerweise online aktiv sind. Aufgrund der seltsamen Situation hat sich jemand über Instagram an sie gewandt und sie gefragt, ob sie in Ordnung sind. Zu seiner Überraschung antworteten sie mit FDC 6 Months. Nun, was hat das zu bedeuten? FDC steht für Federal Detention Center und ist ein US-amerikanisches Bundesgefängnis. Der Nachricht zufolge sollen sie 6 Monate im Bundesgefängnis festgehalten worden sein. Einige glauben jedoch, dass dies möglicherweise nicht zutrifft und dass in Wirklichkeit etwas anderes passiert ist. Da sie immer noch nichts auf ihren Social Media Kanälen gepostet haben, haben einige die Theorie aufgestellt, dass ihre sozialen Medien von Regierungsbeamten übernommen wurden. Das könnte also jemand anderes gewesen sein, der auf Instagram geantwortet hat. Der Grund dafür ist unbekannt. Aber einige glauben, dass es mit dem letzten Video zu tun haben könnte, das sie gepostet haben. Wer weiß. Wo sich diese Personen aufhalten, ist unbekannt. Und es ist bis heute ein Rätsel, was ihnen tatsächlich passiert ist. Was denkst du, was mit den beiden Motorradfahrern passiert ist? Schreib es mir in die Kommentare. Der geheime Area 51 Tunnel. Dieses nächste Video stammt von Explore With Us, ein Kanal, der sich auf die Erkundung verlassener Orte spezialisiert. Unter allen Videos auf diesem Kanal gibt es eines, das unglaublich interessant und gruselig ist. Die Gruppe stößt dabei auf etwas extrem Ungewöhnliches. Sie entdecken etwas, das aussieht wie ein gewöhnlicher Schuppen, in dem man Geräte verstaut. Doch als die Abenteurer sich den Schuppen genauer anschauten, konnten sie ihren Augen nicht trauen. Ice cold coming through there. The air through here is so cold. Tunnel looks like a tunnel. Check it out, guys. Der scheinbar normale Schuppen war in Wirklichkeit der Eingang zu einem geheimen Tunnel. Da sie sich kurz vor Area 51 befinden, gehen sie davon aus, dass es eine Verbindung zur Einrichtung geben könnte. Der Tunnel sieht aus, als wäre er schon vor vielen Jahren aufgegeben worden, da die Dinge, die sie darin finden, ziemlich alt sind. Aber alte Dinge zu finden, ist nicht das Highlight dieses Videos.
junction here. Just a, yep. Nach etwa 10 Minuten kommen sie an eine Absperrung. Doch das hält sie nicht davon ab, zu versuchen, zu Area 51 zu gelangen. Sie ignorieren die Absperrung und zwängen sich durch eine Lücke in der Absperrung, um weiter in Richtung Area 51 durchzudringen. Doch sie kommen nur langsam und mit viel Mühe voran, da der Tunnel stellenweise extrem eng ist. Everyone, we are actually sneaking right into Area 51 as you are watching this. I have no idea what's going to happen. I have no idea what the rest of the night foretells. Plötzlich befinden sich die Forscher inmitten eines riesigen tempelartigen Raumes. Wow. It's misty in here too. Everybody want to come in here, flood your lights. Let's fill this room up with light. Oh, what's that big drop there? There's a well, right? And that, there's no reason to keep it like that. My light is so sick. That is insane. Während sie Richtung Area 51 laufen, stoßen sie immer wieder auf merkwürdige Wandmalereien, auf gruselige Steinreliefs und auf Absperrungen. Irgendjemand versucht hier mit allen Mitteln, Fremde von Area 51 fernzuhalten. Hier zum Beispiel mit dem Einsatz von Stacheldraht. Holy tell me now, what is this? Nach etwa einer Stunde sind sie ihrem Ziel sehr nahe, zumindest glauben sie das. Ein scheinbar unüberwindbares Tor versperrt ihnen den Weg. We're legit beneath a government facility, right? Just looking into the gate at the moment, that's all. They have put barbed wire walls up. This here is the entrance to the underground part, the underground Area 51. Ich glaube, sie sind kurz davor, Area 51 zu betreten. Eine solche aufwendige Absperrung ist für mich das Zeichen, dass Area 51 kurz vor ihrer Nase ist. Was denkst du? Holy crap. He's unlocking it. Yeah. He's actually doing it. All the way. It's clear. You just gotta... It's out. It's out. Please, please, please. Leider bekommen sie das massive Tor nicht auf. Sie mussten aufgeben und kehrten zurück zur Zivilisation. Was denkst du, was sich hinter der Absperrung befindet? Ich denke, am Ende des Tunnels könnte sich ein geheimer Eingang zu Area 51 befinden. Wäre das nicht krass? Was denkst du, wo der Tunnel hinführt? Schreib es mir in die Kommentare. Aber wenn man bedenkt, dass sich dieser Tunnel an der gleichen Stelle befindet wie Area 51, frage ich mich, ob es irgendeine Verbindung zur Einrichtung gibt. Vielleicht wurde es von Mitarbeitern von Area 51 verwendet, um Gegenstände von Punkt A nach Punkt B zu transportieren. Es bleibt ein Rätsel, was sich am Ende dieses Tunnels befindet. Denn bis heute konnte niemand diese Absperrung durchbrechen. We made it here. And to be fair, when you look at it, it just really hits you. They really did not want people in here. Die Flucht aus Area 51. Dieses nächste Video kommt von einem Kanal mit dem Namen Licking Guy. Wie der Name des Kanals schon andeutet, ist es ein YouTuber, der zu berühmten Orten geht und die dortige Sehenswürdigkeit leckt. Dabei entstehen nicht selten witzige Videos. Aber was ihm in Area 51 passiert, ist alles andere als lustig. Das Video beginnt damit, dass er sich auf den Weg zu einem Hintereingang zu Area 51 macht. Bei seiner Ankunft geht er zum Hintereingang und sieht ein Warnschild, das jedermann den Zutritt verbietet. Obwohl er die Grenze zu Area 51 nicht überquert, tut er etwas, das genauso schlimm ist, wie wenn er einbrechen würde. Er leckt das Schild und reißt es dann vom Tor ab. Dann geht er damit weg und Sekunden später geschieht Folgendes. I'm sorry.
In der Ferne wird plötzlich ein Schuss abgefeuert. Es ist unklar, ob die Schüsse abgefeuert wurden, um ihn abzuschrecken, oder ob sie es wirklich auf ihn abgesehen hatten. Obwohl es lustig erscheinen mag, war es ein gefährlicher Stunt, der böse hätte enden können. Sagt mir, Dreamer, hättet ihr euch getraut, so etwas zu tun? Das ist nämlich lebensmüde. Begegnung mit Alien. Die nächsten Aufnahmen stammen aus einem Interview mit Bob Lazar, einem ehemaligen Mitarbeiter von Area 51, der von den Erlebnissen erzählt, die er während seiner Arbeit dort gesehen hat. Die Dinge, über die er in den folgenden Clips spricht, sind wirklich beunruhigend und die Aufnahmen sind unfassbar. There's a chest of an alien where the chest was cut open in a T-fashion and one single organ was removed. The organ itself in the other picture was cut and vivisectioned, essentially, showing the different chambers. Ich bin mir nicht sicher, ob das real ist. Meint ihr, Bob Lazar ist ein Betrüger und hat das alles frei erfunden? Oder spricht Lazar hier die Wahrheit und zeigt uns hier echte Aufnahmen von einem Außerirdischen? Schreibt mir in die Kommentare, was du denkst. Die Black Mailbox. Dieser kleine Außenposten, der nur als Black Mailbox bekannt ist, ist eines der vielen klassischen Geheimnisse von Area 51. Ein Tourist hat Anfang des Jahres die Black Mailbox gefilmt, als plötzlich ein unscheinbares weißes Auto mit stark getönten Fenstern direkt vor dem Briefkasten anhält und es öffnet. Der Mann im weißen Auto ignoriert völlig die Tatsache, dass er aufgezeichnet wird. Ich frage mich, was sich in diesem geheimen Briefkasten befindet und ob es wirklich in Verbindung zu Area 51 steht. Was denkst du? Was verbirgt sich in diesen Behältern? Danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke für mehr Videos. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.